Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme von The Binding of Isaac. Ich habe mich jetzt entschlossen, von The Binding of Isaac ein paar Videos zu machen, mal so zu gucken, wie das so ankommt. Ja. Bevor wir starten, würde ich gleich mal sagen, ich entschuldige mich für das extreme Rauschen meines Mikrofons, weil wenn ich mit Camtasia aufnehme, kann ich das nicht so gut rausfiltern, weil alles andere viel zu aufwendig wäre und das bin ich jetzt nicht, deshalb nehme ich jetzt so rauschig den Ton auf mit Camtasia so. UAM, ich spiele mit Isaac, weil ich die gesamten 2 geschaltet habe und deshalb Select. So, Mauscursor aus dem Screen. So, man kann mit WASD sich moven, wie es da steht, mit Pfeiltasten kann man, oder mit der Maus kann man so sich halt rumschießen, Sachen, Zeug, Bomben mit Shift oder E und Items, Space Items mit Space. So, da ich überhaupt nicht gut im Geheimräumen finden bin, gehe ich einfach mal nach oben und kämpfe gegen Fliegen. Aua, das hat weh getan. Du böse, böse Fliege. Du hast mir weh getan. Wie konntest du nur? Ja, und da die Mucke jetzt viel zu laut ist, ist mir das komplett egal, weil ich ja beide Audios mit Camtasia aufnehme und deshalb kann ich das dann gleich runterregeln. Das ist gleich. Ich will jetzt natürlich noch ein bisschen aufnehmen. Weiß nicht, Camtasia-Dateien sind ja ziemlich klein. So. Ich habe ja nur noch eine 6 GB Platz auf meiner Festplatte. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wie lange ich mit Camtasia aufnehmen soll, kann, tun. Also, da ich relativ lang mit Camtasia aufnehmen kann und es ist nicht gerade groß, nehme ich immer Isaac länger auf. Und bald gibt es dann auch wieder Happy Wheels. Weil ich halt mit Camtasia dann auch Happy Wheels spiele, aufnehme. Und neben Happy Wheels gibt's dann auch nochmal The Binding of Isaac. Übrigens, das Spiel kann man sich, glaube ich, jetzt wieder für 5 Euro bei Steam kaufen mit dem 2 Euro tollen, teuren DLC Wrath of the Lamb. Und den Shop da unten hole ich mir nicht. Und der DLC ist wirklich cool, nur den kaufe ich mir nicht, weil mir das normale Spiel reicht. Oder den kaufe ich mir irgendwann mal. Aber jetzt nicht. Larry Jr. ist der Boss, gegen den ich gerade angetrete, und ich muss mal kurz den Cut machen. Also bis gleich. So. Wieder da. Musste nur kurz fußen und so. Das sollte ich euch ersparen. Deshalb habe ich einfach mal bei Camtasia einen Cut gesetzt. So, mach mal. Larry Junior. Mal sehen, was Larry droppt gleich. Weil er hier ja ganz die Hütte ganz voll kackt wie nix. Däh. Na komm. Gut. Boah, schon wieder jetzt was los, wegen dem ich jetzt einen Cut machen könnte, würde, wollen. Will, mache ich jetzt aber nicht. Breakfast. Hopp hier ab. Wait, jetzt habe ich hier wo. Okay, das kann ich mir nicht angucken. Ich bin auch ein ziemlicher Isaac-Noob, also. Boo-Noob, was auch immer man sagen will. Von was träume ich denn heute mal? Ich stelle mir das gerade mal so vor. Und sitze auf dem Klo und dann gucken einfach Leute rein. Ich finde das doch nicht zum Heulen. Ich finde das ziemlich pervers von den anderen Leuten. Krank, gestört. Aber warum nicht? Also, wenn es das Spiel so sein soll, dann ist mir das auch egal. Soll man sich bei den Entwicklern beklagen? Und das tue ich nicht, weil das Spiel einfach dafür viel zu imbar ist. Moment, da war ein Geheimraum. Das habe ich doch gesehen. Habe ich doch gesehen, dass da ein Geheimraum war. Mit meinem inneren Auge. Oh. Ja, was habe ich gesagt? Ich bin total talentiert bei dem Spiel. Also besser geht's gar nicht. Na, auch. Na, total. Oh. Dumm. Okay. Sollte ich vielleicht unterlassen, sowas zu tun. So, du kleiner Bub, du kleiner Lümmel. Das wird sofort gemeldet. Stirb!
Stirb! Stirb! So. Ja. Dann würde ich sagen, das reicht jetzt erstmal für ein Testvideo. Auch für The Binding of Isaac. Das war jetzt noch kein richtiger Run, sondern nur ein Test. Ja. Wenn ihr das gut fandet, bewertet doch das Video bitte gut. Je mehr Good Likes es hat, desto mehr freue ich mich darauf, das Projekt zu machen. Desto mehr Dislikes hat, desto mehr kann man sich darauf freuen, dass das Projekt kommen wird. Egal wie man kommentieren oder so wird, das wird kommen. Und dann noch Happy Weeds. Also, freut euch drauf. Tschö, tschö.